Einen besonderen Hof hat sich der Bauernbund im Bezirk für das diesjährige Sommergespräch ausgesucht. Der Masthühnerstall der Familie Berger bietet einen Wintergarten für seine Hühner. Ab dem 22. Tag dürfen die Händel ununterbrochen ein- und ausgehen. Also wir lassen sogar die Klappen einfach immer offen, weil wir ja komplett geschlossen sind. Neben der innovativen Hühnerhaltung hat der Hof noch eine Hackschnitzel- und Rundballentrocknungsanlage zu bieten. Und da haben wir eben die 144 Quadratmeter reine Luftkollektoren, mit denen tricken wir ausschließlich Hackschnitzel und die Rundballen, können auch Getreide damit trocknen. Nach Informationen über den Hof ging es dann an die Themen des Sommergespräches, wie beispielsweise die schwierigen Wetterbedingungen. Andererseits beschäftigen uns Themen der gemeinsamen Agrarpolitik, die ja in Europa jetzt für die neue Periode in den nächsten Monaten fertiggestellt werden. Und zum anderen sind auch noch gesellschaftliche Themen der Regionalität, der Herkunftskennzeichnung, die der bäuerlichen Interessensvertretung ein wichtiges Anliegen sind. Wie wichtig den Landwirten ihre Anliegen sind, das bewies die volle Halle in Geboldskirchen. Unter den Nägeln brennt uns ganz stark, dass wir eine der wenigen Berufsgruppen sind, die diese gehobenen Rohstoffpreise nicht weitergeben können. Und es ist eigentlich eine Schande, dass der Lebensmittelhandel auf das nicht reagiert, dass auch wir steigende Betriebskosten haben in seiner Gesamtheit und dass Lebensmittel sehr stark nach wie vor unter Druck stehen. Und ich appelliere daran, wenn wir bäuerliche Strukturen in dieser Form erhalten möchten, dann braucht es auch die Preisbasis, dass Entwicklung auf den Betrieben möglich ist. Die Regionalität, die Herkunftskennzeichnungen, das sind Dinge, die mit der Gesellschaft zu diskutieren sind. Auch das Thema der Ausgleichszahlungen für Umweltleistungen. Wir erbringen hier Leistungen, die aber der Gesellschaft zugutekommen. Inwieweit werden die auch von der Gesellschaft abgegolten? Hier besteht noch in vielerlei Hinsicht Gesprächsbedarf. Der Bauernstand hat sich in der Geschichte, auch in Oberösterreich, damit ausgezeichnet, dass sie Gespräche führen. Mit allen Bevölkerungsgruppen, aber sehr viel intern. Das Wichtigste ist, reden miteinander. Das hat uns Corona gezeigt. Die Bauern sind ja fest verankert im Gemeinschaftsleben der Gemeinden. Und daher freue ich mich, dass ich heute in Gebelskirchen ein volles Haus von Bauernbund-Funktionären begrüßen darf.